Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Naturkosmetik-Haul. Ich habe einige Sachen platt gemacht in letzter Zeit, habt ihr vielleicht gesehen. Wenn ihr meine platt gemacht Videos verfolgt, dann wisst ihr Bescheid. Und ich brauchte halt ein paar neue Dinge. Und es war jetzt so, ich war jetzt im Alnatura gewesen, das ist ein Biomarkt. Ich denke mal, dass es die Sachen auch in anderen Biomärkten gibt. Oder online. Ich werde auch versuchen, Links rauszusuchen und in die Videobeschreibung zu posten. Also schaut dort rein, falls euch was interessiert. Jedenfalls wollte ich was ganz Neues ausprobieren, denn meine Philosophie, was Hautpflege betrifft, ist, dass auch wenn etwas sehr gut wirkt, kennt ihr vielleicht selbst, irgendwann wirkt es nicht mehr so gut. Und ich bin der Meinung, dass man einfach wechseln muss dann. Die Haut hat sich dann schon zu sehr daran gewöhnt, braucht wieder was Neues und so mache ich das auch. Deswegen auch, wenn ich in der Vergangenheit Sachen geil fand und das in Plattgemacht zum Beispiel erzählt habe, habe ich jetzt was ganz Neues. Komplett neue Sachen, die ich noch nie vorher getestet habe. Und zwar stand ich voll lange vor diesem Santa Verde Aufsteller, beziehungsweise es war so ein ganzes Regal voll. Und ich habe mir alles angeschaut. Ich habe währenddessen auch gegoogelt, Reviews und so weiter. Und die Sachen, die ich jetzt geholt habe, haben sogar gute Reviews. Von daher... bin gespannt, wie es natürlich bei mir funktioniert. Das ist Santa Verde Naturkosmetik, tierversuchsfrei natürlich, steht auch hinten, ist noch das Leaping Bunny Zeichen. Und das ist eine Gesichtspflege, Aloe Vera Creme Medium, ohne Duft. Das fand ich geil. Was hier cool ist, die ganze Linie besteht so, also deren Hauptaugenmerk ist Aloe Vera. Das erste auch in den Inhaltsstoffen, die Inhaltsstoffe habe ich mir auch angeschaut, die sehen sehr gut aus, also... wirklich sehr gut, wirklich sehr hochwertige Öle sind da drin. Das ist genau, was ich mag. Zum Beispiel Kokosöl, Sesamöl, Avocadoöl, dann Sheabutter, Mandelöl, Traubenkernöl. Richtig schön, richtig schön. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr aushole als in sonstigen Hauls, liegt es daran, dass ich davon ausgehe, dass ihr vielleicht die Marke auch noch nicht so kennt, so wie ich. Deswegen wollte ich euch so ein bisschen auch so drumherum erzählen. Genau, also diese Aloe Vera Creme Gesichtspflege ist das, gibt es in, Light, Medium und Rich. Und Medium gibt es ohne Duft und mit Duft. Und das finde ich geil. Also ich habe natürlich ohne Duft genommen, weil wenn ich die Chance habe, dann nehme ich gerne ohne Duft. Dann ist einfach die Chance, dass ich es vertrage, höher, würde ich mal sagen. 30 Milliliter, also so ein Standard. Und ich habe die dort halt eben auch schon getestet und die war sehr, ach, die war geil. Also ich meine, was sagt es schon, das auf dem Handrücken, aber die war trotzdem, es war geil. Es war wirklich geil. Ich hätte zwar sogar lieber Rich gehabt, aber Rich gab es nicht ohne Duft. Deswegen habe ich mich für Medium entschieden. Die war sehr, ja, die riecht wirklich nach nichts, also so kein Parfum halt. Und die war trotzdem sehr reichhaltig dafür, dass sie nur Medium ist, obwohl es eine Rich gibt. Also die ist wirklich... die ist reichhaltig, zieht trotzdem gut ein. Also das ist, glaube ich, so eine, die man schön nachts auch nehmen kann, weil sie so reichhaltig ist. Das ist genau so was, was ich suche. Ich bin so zufrieden, dass ich, also jetzt schon zufrieden, dass ich das gefunden habe. Ich hoffe, ich vertrage es. Ich werde euch da am Laufenden halten, also beim nächsten Mal oder im Plattgemacht oder irgendwas, oder vor allem am Weekend, was auch immer, werde ich euch davon berichten. Lange Rede, kurzer Sinn, aber wie gesagt, vielleicht kennt ihr die Marke auch noch nicht und dann wäre das schon interessant, wenn man auch mal was dazu sagt, ne? Und nicht nur so bam, bam, bam. Dann habe ich von derselben Marke Aloe Vera Augencreme noch gekauft, auch ohne Duft, sehr cool. Und da sind auch ganz schöne Sachen drin, sowas wie Aloe Vera Saft, das ist immer bei dem die Nummer 1 eben, sehr viel hoher Anteil drin. Dann Jojobaöl, Kokosöl, Distelöl, Augentrostextrakt, Sandornextrakt, Shea-Butter und so weiter, ganz viele Sachen. Aber nur Gutes und man versteht alles, das ist auch immer cool, ne? Wenn man weiß, was das überhaupt bedeutet, was da drin ist, was du dir ins Gesicht klatscht. Ich mag das sehr, wenn die ein bisschen reichhaltiger sind, die Augencremes. Wenn es nur zu dünnflüssig ist, dann bringt es mir auch nichts irgendwie. Es soll aber trotzdem gut einziehen und schön als Basis sein für unter Make-up. Also die fühlt sich, das ist genauso, die zieht gut ein, aber man spürt trotzdem die Kraft. Da ist, das ist nicht nur Wasser. Kennt ihr das, wenn es wie so Wasser ist, was bringt es mir? Das hier geholt, das ist von Spike Thermal Sensitive, ein Micellenwasser. Ich liebe ja Micellenwasser, das ist so das Beste einfach zum Abschminken, also weil es einfach effektiv ist. Die ist 100% frei von Alkohol, synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen, Rohstoffen auf Mineralölbasis, Silikon und Parabenen.
Also alles frei, ja. Ich weiß nicht, warum ich dann rieche. Ich muss dann riechen. Aber es riecht allerdings nach dieser typischen Naturkosmetik. Kennt ihr das, wenn es so ein Gemisch aus diesem so leicht Zitrus? So, so ein ganz spezieller Duft. Ich finde, vieles riecht so. Zum Glück ist das bei den Sachen nicht. Ich benutze das Micellenwasser allerdings nur für mein Augen-Make-up und für mein Augen-Make-up und auch Wimpern. Das entfernt halt den Kleber ideal. Fürs Gesicht nicht, dann nehme ich andere Sachen. Dann habe ich was für die Haare gekauft und zwar von Logona Naturkosmetik. Das ist ein Längen- und Spitzenfluid mit Bio-Arganöl. Arganöl, ihr wisst, ganz hochwertiges Öl aus Marokko, das wirklich toll ist für die äußere Kosmetik und aber auch zum Verzehren sehr lecker ist. Sehr teuer, ne? Aber hier ist es wohl drin. Wie viel ist da drin, frage ich mich. Ist das hoch? Wahrscheinlich. Obwohl, es kommt ziemlich früh. Geht schon. Geht Anwendung eine haselnussgroße Menge. Ein- bis zweimal wöchentlich gleichmäßig in die handtuchtrocknenden Haarspitzen und bei Bedarf in die Längen einmassieren. Es ist zwar jetzt nicht handtuchtrocken, sondern trocken, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal ein bisschen. Weil ich habe echt, oh mein Gott, mein Haar ist so schlimm geworden. So milchig, seht ihr? Ich dachte eher, dass es durchsichtig sein würde. Es riecht auch nach dieser typischen Naturkosmetik. Okay, was wollte ich erzählen über meine Haare? Genau, oh mein Gott. Also, ich habe ja meine Haare vor 2 Jahren blondiert, oder? 2 Jahre jetzt. Und da muss ich echt sagen, da habe ich das hab machen lassen, die waren super. Die haben richtig darauf geachtet, dass mein Haar gesund bleibt. Das war so das Wichtigste, weil das war ja drastisch, ne? Von sehr dunkel auf, ich wollte ja platinblond, von sehr dunkel auf sehr hell. Und die haben immer dieses Olaplex genommen. Allerdings, das war nicht Olaplex, sondern eine andere Marke, aber auch dieses Produkt eben. Ein bisschen Storytime jetzt, ne? Dafür ist jetzt Zeit, hoffentlich, für bei euch. Und ja, genau. Und da dachte ich mir, okay, die hat es nach jedem Schritt gemacht. Sehr übertrieben, dachte ich da. Jetzt bin ich der Meinung, das ist perfekt. Sie hat das perfekt gemacht. Mein Haar wurde dadurch nicht zerstört. Also ich hatte wirklich keine Probleme ein Jahr so mit diesem krass, drastisch blondiertem Haar. Dann bin ich woanders hingegangen. Und die haben das nicht benutzt. Dann habe ich dann auch noch nachgefragt, kann man, weil die hatten das auch. Da habe ich noch gefragt, warum benutzen wir kein Olaplex? Und dann wurde mir nur gesagt, ja, ach, das braucht man gar nicht und so. Und ja, habe ich halt vertraut und jetzt sehe ich, dass meine Haare, also jetzt nach und nach, seit dieser Zeit, also seit ich dort war, nach und nach abbrechen. Wirklich krass abbrechen. Ich habe zum Beispiel jetzt einfach so einen Pony. Ich habe gar keinen Pony, seht ihr? Einfach mal abgebrochen. Ich habe heute so ein bisschen Spitzen geschnitten, also wirklich nur den Spliss weggeschnitten. Weil es wirklich schlimm ist jetzt. Es ist schlimm geworden mit meinem Haar. Aber es glänzt aber ein bisschen, ne, durch das. Das ist echt. Also hier fühlt sich es auch noch gut an, mein Haar, aber hier unten, ja jetzt mittlerweile schon, weil ich es wie gesagt heute geschnitten habe so ein bisschen. Aber ja, es ärgert mich schon und jetzt glaube ich an diese Power von diesem Olaplex. Also das sollte man echt nehmen. Also wenn die Salons das anbieten, nehmt das. Das schützt das Haar auf jeden Fall, ne? Gerade bei so drastischen Sachen. Ich glaube jetzt daran. Ich habe jetzt den Effekt gehabt, wie es mit ist und wie es ohne ist. Das ist so das Gleiche. Und zwar Öle. Ihr wisst, ich bin voll die Öl-Kräuter-Serum-Hexe. Und ich glaube einfach daran. Also ich glaube an die Power von Öl, an wirklich pflanzliche Öle. Und ich wollte, das war nämlich das Ding, von der Marke gab es so ein Beauty-Elixier, das war auch einfach nur ein Öl, also verschiedene hochwertige Öle zusammengemischt. Und dann dachte ich mir, hey, das kann ich doch einfach selber machen. Es sind zwar nicht die exakten Öle, die auch in diesem Elixier drin sind, und wahrscheinlich komme ich auf den gleichen Preis sogar hin, weil das Teil hat so um die 40 Euro gekostet. Aber ich habe mehr davon natürlich, ne? Und ich kann die auch für was anderes noch benutzen. Deswegen habe ich das einfach gemacht. Das sind alles Bio-Pflegeöle und zwar einmal Aloe Vera Öl Bio. Da steht nochmal, dass es feuchtigkeitsspendend ist, was sehr wichtig ist natürlich. Gerade auch jetzt Richtung Sommer, ne, wollen wir Feuchtigkeit. Wollen wir immer aber. Dann besonders. Dann habe ich Mandelöl geholt, das ist gut verträglich und schützend. Und ich habe geholt Nachtkerzenöl, das ist reizlindernd und stärkend. Das kann ich übrigens auch empfehlen, das ist von Satin Naturel. Weiß ich jetzt nicht, wie es ausgesprochen wird. Das hatte ich mal bei Amazon gekauft. Das ist auch sehr cool,
Allerdings glaube ich, so eine Mischung, die Mischung macht's. Also ich glaube immer mehr an, dass verschiedene Öle verschiedene Eigenschaften eben auch haben und dann nochmal besser helfen. Deswegen wollte ich es jetzt einfach mal machen. Meine Haut hat sich schon zu sehr an dieses Jojobaöl auch gewöhnt, aber ich mische es mit den anderen Ölen. Und zwar, ich habe zwar immer diese Pipetten so geliebt, allerdings ist es so eine Sauerei jetzt, dass ich das, glaube ich, nicht da drin machen werde. Ich habe noch so einen Behälter, der einfach, ne, zum Rauskippen ist. Ich glaube, das werde ich so machen, weil das wird wahrscheinlich auch eine Sauerei sein, ne? Aber mit der Pipette ist auch eine Sauerei. Was soll ich machen? Darin werde ich es mischen. Das zeige ich euch jetzt noch schnell. Mit dem Aloe Vera Öl. Es riecht auch übrigens nach nichts. Was gut ist. Dann Mandelöl. Davon gebe ich auch ein bisschen mehr rein. Vielleicht so das Doppelte. Da will ich jetzt nicht so viel von, weil ich will eher, dass die anderen Öle so die Basis sind. Auch so ein Zentimeter war das jetzt. Und dann das Nachtkerzenöl. Okay, das reicht. Das wird jetzt so meine Nachtpflege sein. In der Hoffnung, dass das eine gute Mischung ist. So sieht's aus. Ein bisschen blöd, ne, weil es so hell ist, aber ich werde es an einen dunklen Ort stellen und lagern. Das war mein Naturkosmetik-Haul. Wenn ihr noch andere Anregungen habt vielleicht, was richtig cool ist, was ich unbedingt mal anschauen sollte in der Naturkosmetik, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, auch vielleicht, was man online bestellen kann oder so. Ja, ich wollte mich mal ein bisschen mehr damit befassen, weil ich einfach an die Power der Pflanzen glaube und warum nicht auch in der Kosmetik natürlich, ne? Deswegen, Dekoratives fand ich jetzt nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Also das, was sie dort hatten, war nicht so mein Fall, deswegen eher so Pflege. Also Pflegetipps sehr gerne. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.